Hallo Freunde, willkommen zu einem neuen Lego Review Video. Heute mal wieder was Größeres. Und zwar die Racer Quest. Ein absolut geiles Raumschiff aus Star Wars, aus Mandalorian. Leider natürlich, Vorsicht Spoiler. Scheiß drauf, ihr habt es doch eh alle schon gesehen, ne? Leider kaputt in der Serie. Ja. Aber immer noch einer der coolsten Raumschiffe im Star Wars-Universum, meiner Meinung nach. Neben der Malevolence und der Ghost, finde ich, ist die Razor Crest auch ein sehr, sehr geiles Raumschiff. Egal, wir schauen uns auf jeden Fall erstmal die Minifiguren an. Wir haben einmal Grogu, also Baby Yoda hier am Start, in seiner ganz normalen Version. Dann haben wir einen Scout-Truppler, aber mit einem großen Blaster. Die gibt es ja normalerweise immer nur mit kleinen. Dann haben wir hier Grief Karga oder wie er heißt, der gute Kollege, mit zweimal zwei Pistolen, auch ganz cool. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, der ist exklusiv in dem Set. Aber ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Dann haben wir IG-11, unseren Droiden, voll bewaffnet mit Langwaffe und der großen Waffe. So wie wir ihn kennen. Und einmal Mando in seiner Nicht-Beskar-Rüstung, also in seiner alten Rüstung. Ja, so viel zu den Minifiguren. Und jetzt natürlich noch die Razor Quest selbst. Ihr könnt Folgendes machen. Ihr könnt das hier aufmachen, irgendwie. Moment. Irgendwo müsste da genau. Einfach hier an diesem Hebel ziehen. An dem hier. Und dann geht es auf. Und dann können das da hinten auch noch raus, aufklappen, nicht rausnehmen. Aber das da hinten, da ist eigentlich nichts drin. Ansonsten einfach hier vorne Platz für zwei Leute. Und dann einfach hier das wieder reindrücken zu. An sich, das ganze Ding ist echt massiv gebaut, also ihr könnt es wirklich anfassen. Passt auf jeden Fall. Hier würde ich es jetzt nicht anfassen an den Triebwerken, aber das kennt ihr ja. Dann haben wir hier unten hier diese Dinger, die können die auch aufmachen. Muss jetzt nur mal kurz gucken, genau, einfach hier an der Seite, zack, offen. Das hintere könnt ihr auch aufmachen. Und hier auf der Seite auch. Dann kann man da so ein bisschen Zeug reintun. Da ist nochmal Platz für ein paar Minifiguren. Und das sind auch solche Carbonitblöcke mit drin. Zwei Stück. Aber einfach aufgeklebt. Also nicht so wie der von Han Solo, sondern einfach so aufgeklebte wie aus der Slave One von der 20 Years. Ansonsten da drin eigentlich nichts weiter. Ja, das war's eigentlich schon. An sich an die Funktion. Zwei federgeladene Shooter sind noch da. Die könnt ihr hier abfeuern auf diesen Gittern. Und dasselbe hier drüben auch nochmal. Das war's an sich. Das da oben könnt ihr noch rausmachen, könnt ihr von oben nochmal reingucken. Aber das war's dann an sich auch schon. Aber ich finde, das sieht richtig geil aus, das Set. Auf jeden Fall 10 von 10, wie ich es mir schon gedacht habe. Und dass es doch so schnell ging, weil die war ja ewig lang ausverkauft im Lego Store. Habt ihr dann zufällig nochmal gesehen? Sogar mit bisschen Rabatt und dann habe ich die gleich mitgenommen. Richtig geiles Set. Ja, das war es dann auch eigentlich schon davon. Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, liken, abonnieren, kommentieren. Ihr wisst Bescheid. Und Everyday 1615. Bis dahin. Ciao.